Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Firma Lavella. Ich bin jetzt genau da an diesem Ort, wo ihr auch gern immer im Video seid. Und zwar bin ich hier bei BTS Racing, beim Jürgen. Warum bin ich beim Jürgen? Zeige ich euch auch gleich. Weil ihr habt ja bestimmt den Golf 2 vermisst, ne? Bin wieder bei Jürgen. Jürgen hat schon Teil zerlegt. Und zwar haben wir dann, ist der Lader nicht mehr da, das zeige ich euch jetzt mal. Da ist ein großes Loch hier. Und die ist schon ungefähr bekannt, an was es jetzt lag. Ja, also das Problem an der Geschichte war ganz schlicht und einfach, dass die Westgate-Klappe an dem Lader klemmt hat. Und damit tut er ja den Ladedruck regeln. Jetzt war es so, wenn der Lader kalt war, funktioniert ohne Probleme. Und sobald er warm war, hat die geklemmt. Die hat nämlich aufgemacht, das Ding hat viel zu viel Ladedruck immer gemacht. Ich habe da nämlich auch mal rumgespielt. Genau. Und dann war es aber kaltgängig. Kalt, man hat es kalt schon ein bisschen gespürt, aber nicht arg. Aber das Ding, sobald er heiß war, wenn du Fahrer bist, wo der Lader richtig warm war und dann ankalter hast und hast versucht, quasi in der Klappe zu bewegen, da war der einfach bombefest. Okay. 2 Minuten später das Ding einigermaßen abkühlt, wieder gelaufen. Erklärt das auch, warum ich vielleicht manchmal keine Leistung gehabt habe beim. Oder ich bin gefahren, warm gefahren. Ein, zwei Mal Gas gegeben, ging und dann ging es wieder nicht. Und erst nach 10 Minuten Pianofahrt ging es wieder. Ja, das ist natürlich durchaus möglich, dass die Klappe auch im offenen Zustand klemmt hat. Und wenn die Klappe offen klemmt, dann baut er ja quasi keinen Ladedruck auf. Oder nur minimal, je nachdem, ob es ein Spalt auf ist oder ja. Und das war halt auch das Problem, dass der Lader quasi, wo du gefahren bist, hat der Ladedruck. Druck macht ohne Ende. Das Steuergerät kann den Ladedruck nicht zurückregeln, weil er klemmt. Ja. Also funktioniert mechanisch nicht. Und dann passiert da natürlich, entweder macht der Schubumluftventil auf oder die Drosselklappe zu, bis der Ladedruck wieder weg ist. Und das war halt das Problem, was er dann gehabt hat. Und eben das Gemeine, dass es halt nicht immer war, sondern wirklich in dem Fall nur, wenn er heiß war. Was passiert in dem Fall, Jürgen, wenn ich das mit dem frei programmierbaren Steuergerät hätte? Sehr gefährlich, deshalb haben ja die originale Steuergeräte die ganze Schutzfunktionen drin. Ich behaupte jetzt einfach mal, mit einem frei programmierbaren wäre die Gefahr ganz groß gewesen, dass der Motor kaputt ist. Weil das erkennt es nicht so viel Ladedruck, beziehungsweise erkennt es vielleicht und versucht zurückzuregeln, kann es aber nicht, wenn der Lader mechanisch quasi beschädigt ist. Und das weiß man, zu viel Ladedruck, zu mager, möglicherweise klopft er und zu heiß und dann ist so ein Motorschaden relativ schnell passiert. Okay. Und deshalb war es natürlich jetzt ärgerlich, hätte nicht passieren sollen sowas, aber war jetzt in dem Fall natürlich eher ein Vorteil. Steckst nicht drin. Ja. Jetzt hast du was anderes bekommen? Wir haben jetzt eigentlich hier eine Planänderung machen wollen, wo wir gemerkt haben, dass der Lader sowieso instand gesetzt werden muss oder ersetzt oder wie auch immer. Weil mich hat es in dem Auto schon immer ein bisschen gestört, dass der sehr spät anspricht. Deshalb haben wir versucht, ein kleines Upgrade zu machen. Das hat der Andi von Get Charged It hat es entwickelt. Und zwar, das ist eigentlich auf Basis vom 2 Liter TFSI, der K04064 Lader als Upgrade-Version. Das aber auch so gemacht, dass man den auf dem 1.8T verwenden kann. 16V Turbo, 2 Liter TFSI. Das war unser Plan, dass wir das Ding neu machen, weil der da halt deutlich früher anspricht. Und so wird natürlich die Fahrbarkeit auch dementsprechend besser. Im Prinzip hast du jetzt das ein Element hier statt zwei. Genau, richtig. Ja. Und da habe ich halt den Vorteil, dass die Kanäle erst unmittelbar am Turbineneingang zusammengehen und somit wird das Ansprechverhalten deutlich besser. Okay. Und das kürzere Wege, oder? Oder das ist eher nicht so? Ja, eigentlich sollen die Wege sogar eher länger sein, weil dann können sich die einzelnen Stoßwellen besser ausgleichen. Und das verbessert auch das Ansprechverhalten. In der Serie gehen sie eigentlich immer mehr auf die sogenannte Integrallader. Wie gesagt, gerade 2 Liter TFSI, ganz bekannt. Die kleinere Motore, 1,4 und wie auch immer. Und das ist so jetzt am Kommen? Das gibt es jetzt erst seit ein paar Wochen so in der Upgrade-Version. Okay. Aber für alle gängigen Sachen? Ja, der ist halt jetzt gerade so gemacht, hauptsächlich für der 2 Liter TFSI und für der 1,8T. Okay. Deshalb hat der Ober auch das... Hier an dem Lader können wir das auch schon ganz schön erklären, was an dem anderen Lader das Problem war. Ja. Wenn ich den jetzt hier so nehme, hier sieht man die Westgate-Klappe. Ja. Die ist eigentlich immer zu und sobald er zu viel Ladedruck aufbaut, geht die Klappe auf und dann gehen die Abgase nicht mehr
innen durch und treiben den Turbolader an, sondern die gehen quasi da dran vorbei. Ja. Und so wird da der Ladedruck geregelt. Mhm. Wenn natürlich die Klappe klemmt, immer zu ist, dann kann das Steuergerät da den Ladedruck nicht mehr regeln, sondern dann macht der Lader, was er kann. Okay. Und so ein Lader, wie da drin war, der schafft auch mal 3 Bar, was natürlich für den Motor nicht wirklich so glücklich wäre. Für den Lader aber auch nicht 3 Bar, oder? Für den Lader ist auch nicht gut. Der andere Lader hat auch schon einen Schuss weggehit, und zwar, wenn es den überdreht, dann wird er undicht und fängt an zum Ölen. Okay. Also ist schon sinnvoll, dass wir jetzt so eine Kombination jetzt mal reinmachen hier? Es wäre schön gewesen, aber es geht leider nicht. Ach, der geht nicht? Nein. Jetzt habe ich gedacht, der kommt rein. Den wollten wir nein machen. Der trägt hier zu weit nach unten auf. Und wir haben das Problem, da können wir schon im Auto reingucken. Da unten sitzt der Motorenhalter drin. Ja. Und da fehlt uns quasi so viel etwa, dass der Lader reinpassen würde. Schön. Wie gesagt, der Lader ist eine relativ neue Geschichte. Da gibt es noch nicht wirklich so die Erfahrungen, wo überall reinpasst. 2 Liter TFSI ohne Probleme. Golf 1 haben wir jetzt auch schon gehabt. Der hat den Halter unten nicht dran. Es würde auch ein Dimm gehen, aber halt mit ganz massiven Umbaumaßnahmen. Am Halter? Am Halter und am Lader. Beides. Und beides umbauen, dass es wirklich so reinpasst. Okay, dann machen wir den Standard wieder rein jetzt. Nee. Wir haben jetzt andere Lösung gefunden oder andere Überlegung. Wir nehmen jetzt den anderen Lader, die Basis quasi, und der wird umgebaut auf anderes Laufzeug und so, dass der einfach ein bisschen früher anspricht. Okay. Und okay, somit kriegt man das deutlich besser, wie es vorher war, aber leider nicht auf das Niveau, wie es mit dem hier gewesen wäre. Aber es wird ähnlich werden. Dann machen wir es halt im nächsten Projekt sowas rein. Entweder das nächste Projekt ein Einzelgolf, da passt es wieder, der hat den Halter hinten nicht drin, oder ein TFSI. Moment, ich muss dir eh sagen, ich habe was gekauft in Japan. Okay. Ich habe dann R32 Turbo. Mhm. Da das Zeug rausholen bei ihm. Okay. Ich erkläre es dir nachher. Also gut, bin ich ja mal gespannt, was da kommt. Aber du hast jetzt gerade wenig Umbau, gell? Doch, Mensch, schon. Zweiergolf, gerade auch einer vorne stehe, können wir auch nachher schnell angucken. Stimmt, das wäre cool, wenn wir die machen. Ein bisschen größeres Geschichtle. Ja, den Rallye würde ich gerne auch mal zeigen. Können wir schon nachher von mir aus angucken. S1 steht gerade hier, den haben wir schon lang umgebaut, aber der wird jetzt auch nochmal ein bisschen abgegradet und dann leider verkauft. Ist es deiner? Nee, vom Kunden. Sehr guter Kumpel von mir, okay, aber wie es halt so ist, der hat Nachwuchs bekommen und jetzt muss er halt, In 10 Jahren steht er aber wieder da und will nochmal einen bauen. Dann bauen wir halt nochmal einen. So, so ist es meistens. Ja. 10 Jahre baut er dann vielleicht ein Häusle und dann hat es wieder, wie es halt so ist. Wird man sehr. Ja, also wir halten euch auf dem Laufenden, was hier jetzt noch passiert. Da sehen wir weiter. Jetzt gucken wir mal die anderen Schmuckstücke draußen an. Heute wird man für sowas bestraft. Gut, das ist wahrscheinlich schon zig Jahre alter Umbau. Also das schon, dass das Auto nicht mehr Straßenzulassung hat, oder? Der wird wieder Straßenzulassung kriegen, doch. Echt? Aber das Auto war schon, wo er zu uns gekommen ist, nicht mehr original. Das war schon Umbau auf 16V Turbo. Aber auch schon mit Käfig hier und so alles, ne? Das war alles schon drin. Ja, ja. Also, okay, also man könnte es nochmal zurückbauen, aber ich weiß es nicht, ob sich das rentiert, ne? Ich denke eher nicht. Vor allem, der hat ja das Auto auch extra für sich so umbaut. Er nutzt es auch. Er fährt Rallye damit oder will Rallye damit fahren, so wie ich das weiß. Und eigentlich auch für den Zweck ist das jetzt extra umbaut worden. Deshalb sage ich jetzt einfach mal, der wird mit Sicherheit nicht drüber nachdenken, das Ding wieder zurück zum Rüsten. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Und da habt ihr jetzt einen 2 Liter TFSI-Motor rein? Das ist jetzt ein 2 Liter TFSI-Motor. Der Motor selber ist aus dem A3 raus. War mal der AXX-Motor mit 200 PS. Okay. Natürlich leicht modifiziert. Nicht mehr so ganz original. Also der Motor ist. Aber da hast du jetzt diesen Lader nicht drin. Weil es beim Zweiergolf mit dem 2 Liter TFSI auch nicht geht. Also an dem ist ein ähnlicher Lader drin. Okay. An dem ist quasi der Vorgänger von dem Lader, wo wir vorher gezeigt haben. Das ist der, wir nennen jetzt der 480er Lader, weil der bis 480 PS kann. Der ist hier drin, aber das war so ein immenser Aufwand, bis der passt hat. Ich sage jetzt einfach mal, das steht in keinem Verhältnis, das nochmal zu machen. Aber jetzt, wenn das jetzt ein Serien 2 Liter TFSI, siehst du ja nicht das große Problem. Da passt du ohne Probleme. Ja. Sobald natürlich. Hier haben wir genau das Problem, wie man am Daim Hinterkette, jetzt sieht man das da natürlich nicht, dass genau unter dem Lader sitzt der Motorhalter. Ja. Und das war ein Wahnsinnsaufwand, bis das alles passt hat mit den Halter umschweißen müssen und der Lader unter umgeändert.
Dann hat die Druckdose nicht mehr passt. Also, ja, das war schon. Und dann kommt noch 4Motion dazu, ne? Dann kommt noch 4Motion dazu und DSG. Der hat vom Golf 7 R das DSG drin. Also quasi schon die ganz neue MQB-Plattform. Okay. Ist da drin. Und der ist jetzt schon fertig, oder? Nee, er ist noch nicht fertig, aber er hat seine ersten Kilometer schon hinter sich gebracht, als er fährt. Aber jetzt sind halt schon nur ein paar Sächle, die man voll fertig machen muss. Die Kleinigkeiten, wie immer. Die Kleinigkeiten, ja genau, wie man sie halt kennt. Ja, da sieht man jetzt, da innen ist alles bloß so zusammengesteckt. Ist noch nicht fertig. Ich glaube schon, dass der Spaß macht, ja. Der macht richtig Spaß, was ja. Hat der an Leistung? Oder was soll der haben? Wissen wir noch nicht, aber ich sage jetzt mal so einfach 420 bis 450 sind wir angestrebt. Ist ein Wort für einen Rallye-Golf. Ja, ich könnte heute, wenn jemand so ein Auto natürlich schon länger hat und hat es angefangen irgendwann umzubauen, dann ist es halt so. Aber heute baut den halt niemand mehr um. Beziehungsweise der wäre ja immer noch was wert, so wie er ist. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke aber auch mal, einer, der jetzt noch einen originalen Rallye-Golf hat, der wird ihn auch nicht mehr umbauen. Aber die Rallye-Golfs sind halt damals alle schon umgebaut worden. So ein Ding hat ja kaum eine Originalklasse. Weil es halt idealer war als Allrad, ist halt, ne? Die Tuning-Basis, ja. Ja. Aber auch die Scheinwerfer und so und der Grill und so nicht mehr bezahlbar, gell? Mhm. Ja, alles, was halt nur der Rallye hatte, ist schon ein bisschen was wert. Kriegst halt auch nichts mehr. Gut, dann gucken wir den anderen Golf noch an. Golf sage ich. Eigentlich meinte ich diesen S1. Ich könnte schwören, ich habe das Auto im Autobild gesehen. Ja, der war damals, 2014, 15, kann ich jetzt wirklich gar nicht genau sagen, war der mal im Vergleichstest mit dem MTM und HGP. War da aber drei grundsätzlich verschiedene Autos. War einmal ein VW-Bus und der HGP in Golf und mir der S1. Ach so, also nicht drei identische Fahrzeuge. Ja gut, dann kannst du eh nicht alles so vergleichen. Genau, richtig. Und was wurde jetzt an dem gemacht? An dem ist so einmal alles gemacht worden. Fahrwerk, Felge, Bremse, Auspuff, Motor. Der Motor hat schon mehrere, wie sagt man da, Stufen hinter sich. Jetzt hat mal klein angefangen mit etwas über 300 PS. Jetzt aktuell sind wir an der letzten Ausbaustufe dran. So, ja, das sind noch paar Schläuche, Kabel drin für unsere Messungen. Und zwar, der hat eine Besonderheit, da ist eigentlich die meiste Gen 3 Motoren, den ein Upgrade-Lader drauf. Mhm. Der Motor hat wirklich ein komplett neuer Lader drauf. Da hat man einfach mal versucht, ob es möglich ist, auch mal Richtung 600 PS zu gehen mit dem Auto. Wird aber nicht möglich sein. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht fertig. Das ist jetzt aktuell die letzte Ausbaustufe, wo noch ein bisschen verfeinert wird. Wenn der nachher 500 PS hat, dann sind wir zufrieden. 5? Ja. 5 müsste er auf jeden Fall schaffen. Und du hast ja, man muss dazu sagen, ich war für die Leute, die Jürgen nicht kennen, ich war jetzt eine Weile, wie man da, fast ein Jahr nicht mehr da, gell? Oder? Alles. Nee, mindestens ein Jahr, länger. Ja, stimmt. Ja. Wir sind ja auch, müsst ihr mal nach älteren Videos gucken, einfach Levella BTS eingeben, dann seht ihr auch die alten Videos. Da sind wir ja auch seinem Passat damals gefahren. Richtig, genau. Und du hast ja im Prinzip für alle zwei TFSI-Motoren Leistungssteigerung mit TÜV. So ein Passat oder Golf 7 bei 400, wie viel? 430? 480 PS mit TÜV. 480 PS mit TÜV. Ja, mehr sogar. Pass mal auf. Was aber natürlich knapp, mit... Knapp 500 mit TÜV, ja. Aber muss dann auch schon bremsen und das und jenes mit umgebaut werden. Da muss bremsen alles gemacht sein, ja. Was kostet das Paket jetzt aktuell? Weil wir reden von einer anderen Zeit wie damals. Ich sage jetzt, gibt ja verschiedene Ausführungen, aber ich sage jetzt einfach mal generell 10er grob. 10.000 Euro? Gesagt, ja. Komplett. Du bringst einen 7er oder ein S1 oder ein Passat. Als TFSI-Motor muss es ein bestimmter TFSI-Motor sein? Nee. Naja, man muss ja unterscheiden. Es gibt ja einmal die kleinere Motoren mit dem kleinen Lader. Ja. Der S1 ist eigentlich der kleine. Oder ach, ist es der kleine eigentlich? Das ist der kleine. Okay. Der Golf 7 und Passat und so ist schon die größere Variante. Das macht natürlich preislich einen kleinen Unterschied. Aber die Basis ist sehr ähnlich. Ja. Wie gesagt, das war, und dem hat man einfach nur, das war ein bisschen unser Probierauto. Den hat man damals neu gekauft und immer Stück für Stück ein bisschen erweitert. Und da haben wir jetzt einfach mal einen Versuch gemacht mit einem relativ großen Turbolader, was aber nicht unbedingt, sagen wir mal anders, der Aufwand ist es nicht wert. Die 600 würde aus so einem Motor 600 PS rauskommen. Also ich sage auch mal wirklich vernünftig standfest, dann hätte sich der Aufwand definitiv gelohnt. Mittlerweile weiß man, dass der Kopf hat
auslassseitig relativ enge Kanäle. Das heißt, wenn du da richtig Leistung fahren willst, dann musst du den so quälen und belasten, dass das keinen Sinn macht. Und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, da einen Monsterlader drauf zu machen. Okay, also ich sage jetzt gesund für den Motor, was auch Spaß macht, 500 PS aufhaltbar. Ja, so. Definitiv. Okay. Ja. Und ich sage das ja auch immer, weil ihr ja da draußen auch immer das wissen wollt, was kostet sowas? Hat es TÜV? Hat es das? Hat es jenes? Also Auto herbringen, theoretisch mit Bremse, mit Upgrade-Lader. Ich weiß nicht, ob dann noch Ladeluftkühler oder sowas auch noch ändern muss. Ich alles gemacht, also wirklich Ansaugung, Ladeluftkühler, Bremse. Bei den 10.000 jetzt. Da muss es auch rein, ja. Ja, also, das war das, was ich vorher gemeint habe. Okay. Es kommt immer darauf an, ob das jetzt ein Golf ist, ja, oder hier zum Beispiel ein S1. Weil der S1 hat halt einen viel, viel kleineren Ladeluftkühler. Das okay. heißt, das ist alles unumgänglich, das okay. reinzumachen. Also roundabout 10.000 Euro, einfach an info@bts-racing.de. Ja. Was? Genau. E-Mail schreiben, wenn ihr so Anfragen habt. Also 500 PS in so einem Auto für 10 mehr mit TÜV. Mit Eintragung. Ihr holt es mit Eintragung ab. Oder wenn jemand so ein Auto haben will, der ist leider auch zu verkaufen. Echt? Ja. Mit 500 PS? Mit 500 PS. Okay, ich sehe gerade Viertürer. Was, ja. was kostet sowas noch? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur, das gehört mir ein guter Freund von mir. Der ist dieses Jahr Papa geworden. Okay. Und leider ändert sich halt da so manches. Ja, deshalb ja. hat er jetzt auch die Entscheidung getroffen, dass man das Auto jetzt voll fertig macht. Und dann wird er verkauft werden. Preis kann ich noch gar nicht sagen. Habe ich keine Ahnung. Aber er weiß Aber es ja ungefähr, oder? Hat, ich glaube, er hat sich auch noch nicht. Es ist für ihn jetzt einfach nur die Entscheidung gefallen, dass er verkauft okay. wird. Aber er hat sich mit Sicherheit nur absolut keine Gedanken über den Preis gemacht, muss man auch sagen. Das Auto hat gerade mal 15.000 Kilometer. 15? Was ist denn das für ein Baujahr? Das ist aber schon ein paar Jährchen, ne? 2000. Oh, hat. Nö, nur auf der Seite hat ein Recaro-Sitz ja, drin? Ja, dort ist ein Recaro-Sitz drin. Der zweite Recaro-Sitz ist auch da. Okay. Und die Originalsitze? Original ist alles vorhanden noch. Das Auto ist 2014er Baujahr, meine ich. 14er? Ja. Mit 15.000 Kilometer. Ja. Und Schalter. Gab es nie als DSG? Nicht? Nein. Hätten wir auch jetzt eventuell noch, wenn er das Auto behalten hätte, hätten wir es vielleicht sogar noch in Angriff genommen. Haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Aber schon Fahrwerk drin und alles. Alles. Und drin. Schon getüft. Getüft, Fahrwerk, Felge, Bremse, alles. Also Auto ist, so wie er da steht, auch getüft. Ja, dann einfach E-Mail an dich, oder? Genau. Leitest es weiter oder wie auch immer. Dann kann ich gerne die Kontaktdaten weitergeben. Was kostet so ein S1? Die kriegst du doch jetzt ab. 18,20? Ein Gebrauchter? Ja. Ab jetzt. Keine Ahnung, so habe ich es im Hinterkopf. Ich habe das noch nie verfolgt, also ich kann es auch nicht sagen. Also mein Interesse besteht einfach hier. Melden, ja. Ja. Aber ich glaube, dass das jetzt immer auch mehr kommen wird, weil du könntest ja auch mit diesem Gutachten, ein zweiter TFSI, egal ob du es in einen Vierergolf oder Dreiergolf reinbaust, auch mit diesem Gutachten fahren. Natürlich vielleicht nicht mit der Leistung. Es ist nicht mehr ganz so einfach, aber sag mal, es ist möglich, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also gerade mit dem 2.0 TFSI-Motor, wenn ihr da einen Original schon eingetragen habt, im Zweier Golf, ja, könnte man praktisch auch hier eine Leistungssteigerung auch im Zweier Golf machen. Das ist definitiv möglich, jawohl. Ja, nur dass ihr auch mal Bescheid wisst. Ich habe ja lange, lange, lange nach einem Bus geguckt, nach einem 2 Liter Benziner. Ich glaube, der billigste war 50. Gut, da gab es die Caravelle und so, die sehen dann wiederum nicht so toll aus, ne? Aber so Multivans waren, glaube ich, ab 50 und das sind ja keine neueren mehr, das sind schon ein paar Jahre alte Busse dann. Ja. Weil da hätte ich eigentlich Bock gehabt, aber naja. Haben wir auch schon gemacht, T6 haben wir auch schon gebaut. Stimmt, das hast du mir erzählt, ja. Mhm. Ja, aber da wäre es sinnvoll halt mit 4Motion, ne? Oder Allrad halt. Es ging eigentlich relativ gut an dem, der hat ja auch jetzt nicht so viel, was hat er gehabt? 400 PS, 420 oder so, das geht noch mit dem Fronttriebler. Geht noch? Ja, geht. Also hat schon Spaß gemacht. Aber nicht im ersten, zweiten Gang. Ja, aber das, wenn du im Bus fährst, macht das auch. Das sagen wir mal anders. Da bist du nicht derjenige, wo in der Ampel losbrennt. Ja, so. Gut, okay. Sondern da bist du auf der Autobahn ja. und da lässt man laufen. Spielst halt da mal ein bisschen. Und deshalb war das nicht so wild, dass es kein Allrad ist. Klar, wäre besser, wenn man so einen Umbau macht. Aber das sind auch alle teuer mittlerweile. Nee, super. Jürgen, dann packe ich es jetzt auch. Ich hau wieder ab. Aktuellen Stand kennt ihr. Hat jetzt auch überhaupt keine Eile, weil bei dem Wetter fahre ich jetzt eh nicht, was Golf betrifft. Du weißt, du hast gefährlich zu mir sagen, es hat keine Eile. Ja. Augen sind dran, wir machen jetzt. Also ihr könnt euch hier melden, wenn ihr Fragen habt, gerade vor allem. Oh,
Du hast ja auch 1,8T. 1,8T haben wir auch, ja. Gutachten. Ja. Mit Leistungssteigerung. Ja. Also 1,8T genau. Auch. Stimmt, gibt es ja immer noch viele Autos, ne? Ja, das ist gerade wieder unheimlich viele. 2 Golf 1,8T war eine Zeit lang sehr interessant, da hast du lange keinen mehr gesehen und jetzt auf einmal wieder, ja. Tauchen also, die wieder reihenweise auf. Also gibt es auf jeden Fall Gutachten mit Leistungssteigerung, praktisch was eintragbar ist, also wenn es gerade so ein Umbau ist mit Leistungssteigerung oder auch, was gibt es da gerade für Stufen? Beim 1,8T jetzt gerade S38L oder jetzt, was ein TT drin war oder sonst irgendwo. Da war ich ja sehr viel. Hinter uns steht zum Beispiel ein Auto, wo es keiner denkt. Ja, ist ja der Alhambra. Gab es ja. Ja, den sogar drin. Ja, also der 1,8T-Motor war sehr weit verbreitet. Aber wo man es gerade macht, gerade haben wir viele Kunden, die den einfach in der 2-Golf und so reinmachten. Und da sind jetzt die ganze Eintragereihe sehr interessant. Was ist da leistungsmäßig drin? Am 2-Golf bis 350 PS. Okay. Und in so einem S3 8L, der jetzt serienmäßig 200, was ist das, 215, 230? Bis 446, glaube ich, wenn ich das recht im Kopf habe. Okay, das ist interessant. Ja, auf jeden Fall. Jetzt zeige ich euch nochmal hier 1,8T. Also mir wurde mal irgendwann mal so ein Charan, gibt es doch auch 1,8T, ne? Ja, das ist das Gleiche. Ja, ja, Alhambra, Charan, selber. Charan, Alhambra und so. Sind ja wurde mir auch mal eine angeboten. Ich habe es damals leider nicht gekauft. Eigentlich wäre es richtig geckig, ja, mit so einem Auto, mit Leistung. Hat mir ja früher, den gab es auch als VR6. Haben wir schon umgebaut auf VR6 Turbo mit 450 PS. War ein sehr spaßiges Auto. Aber das war doch der Vorgänger, oder? Das ist ja der Facelift und ja, der Vorgänger. Genau. War noch VR6. Ja, das war 96er Baujahr oder sowas. Wobei er Serie, Sauger, naja. Nee, würde ich ihn mir auch nicht kaufen. Da ist der besser. Genau, dann lieber der 1,8T. Aber als Umbauprojekt ist natürlich der VR6 Turbo schon also, sehr spaßig. Wenn ihr der Mama zu Hause für die Kinder und so alle Spaß haben wollt, dann holt euch so einen Charan oder so einen Alhambra mit so einem Motor drin, zum Jürgen kommen, aufpumpen, eintragen, dann ist die Mama auch legal unterwegs, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich finde es cool, weißt du, also wenn du also da jetzt auch dein 350, 400 PS hast, ist für mich... Die Frage ist natürlich, wer das investiert, ja. Aber ist mit Sicherheit ein sehr interessantes Projekt. Da gibt es bestimmt das eine oder andere blöde Gesicht, wenn einem sowas mal auf der Straße begegnet. Komm schon auf scheiß Ideen wieder, wenn ich beim Jürgen bin. Ja, cool. Emi, komm mal her jetzt. 11 Jahre alt und fitter wie Monty. So, Jürgen, vielen, vielen Dank nochmal für alles. Wir danken, sehr gerne. Wir telefonieren sowieso wieder. Jetzt ist ja Wintersaison, da hört man uns öfter. Also, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.